Goldverbote. Für Goldanleger ist das natürlich der große Schrecken. Wenn der Staat den Besitz von Gold verbietet und wenn er einem das Gold wegnimmt, das man schon hat. Goldverbote hat schon oft gegeben und eins davon beschäftigt die Anleger aber immer ganz besonders, nämlich das Goldverbot in den USA von 1933. Die USA sind ja keine Diktatur oder sowas, sondern die waren ja immer ein freies, kapitalistisches Land sozusagen. Und trotzdem war Gold in den USA verboten im letzten Jahrhundert und zwar länger als 40 Jahre. Und dieses Goldverbot und die Hintergründe, die schauen wir uns heute mal genauer an. Und wir stellen uns auch die Frage, ob vielleicht in Zukunft auch wieder solche Goldverbote kommen könnten. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Weihnachten steht vor der Tür, da wird man ruhig und besinnlich und da schaut man gern auch mal zurück in die gute alte Zeit, auch wenn die vielleicht nicht so gut war oder am Ende sogar ziemlich schlecht, so wie im Jahr 1933. 1933 war ein Schicksalsjahr in jeder Hinsicht. In Deutschland ist Hitler an die Macht gekommen. In den USA ist Franklin D. Roosevelt Präsident geworden. Beides fast gleichzeitig. Und die Welt war mitten in einer schweren Wirtschaftskrise mit Massenarmut und Massenarbeitslosigkeit. Das Jahr ist aber auch sehr interessant für Volkswirte, für Geldtheoretiker und auch für Anleger, vor allem für Goldanleger. Und zwar eben nicht nur wegen der Weltwirtschaftskrise damals, sondern auch wegen diesem großen Goldverbot in den USA. Warum haben die USA den Goldbesitz damals verboten? Und warum macht man sowas überhaupt? Warum verbietet man den Bürgern, den eigenen Bürgern, dass sie Gold haben? Das war damals ja nicht das erste Goldverbot. Es gab einige, gerade in der Zeit, also vorher zum Beispiel in der Sowjetunion, da war Gold verboten, schon ganz kurz nach der Oktoberrevolution. Dann in Deutschland, in der Weimarer Republik, in dieser Hyperinflationszeit nach dem Ersten Weltkrieg, da war es auch verboten. Da wurde dann gesagt, man will die Spekulation verhindern, man will unterbinden, dass gegen die eigene Währung auch noch zusätzlich spekuliert wird, dass damit die Inflation noch zusätzlich angeheizt wird durch Goldspekulation. Was dann natürlich aber auch heißt, dass man den Leuten damit auch die Möglichkeit weggenommen hat, sich gegen diese Inflation zu schützen. Ist ganz klar. Aber warum die USA? Und warum 1933? 1933 war Wirtschaftskrise, da war von Inflation weit und breit nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil, das große Thema war Deflation. Die Preise sind gefallen auf breiter Front. Und trotzdem, Franklin D. Roosevelt ist Präsident geworden am 4. März in diesem Jahr und am 19. April hat er bereits den Goldbesitz verboten als Krisenmaßnahme. Das ging also alles relativ schnell. Es war auch ein bisschen überstürzt, das Ganze war auch ein bisschen widersprüchlich und ich muss auch sagen, die Geschichte von diesem Goldverbot, die ist noch nicht wirklich geschrieben worden. Also es gibt jetzt wieder neue Veröffentlichungen, aber wir haben da schon auch noch einige Widersprüche und auch Debatten, was da dann wirklich so dahinter steht. Aber grundsätzlich, wenn wir dieses Goldverbot verstehen wollen, dann müssen wir uns immer darüber klar sein, dass das Geldsystem damals ein völlig anderes war als das, was wir heute haben. Heute haben wir zum Beispiel freie Wechselkurse und noch wichtiger, das Geld, das wir heute haben, das ist nicht gedeckt durch Edelmetalle oder sowas. Die kritischen Leute sagen, das ist nur Papiergeld, das heutige Geld. Und das war damals eben völlig anders. Die Geldordnung damals in den großen Ländern, das war der Goldstandard, also der Dollar und der Das Pfund und die Reichsmark, die waren rückgedeckt mit
Gold oder mit Devisen von anderen Ländern und diese Devisen waren ihrerseits wiederum Gold gedeckt. Und das heißt letzten Endes in solchen Zeiten, der Goldpreis ist immer gleich und die Notenbank, die von der man das Geld hat, die verspricht den Leuten, ihr könnt jederzeit euer Geld bei uns eintauschen gegen Gold zu diesem immer gleichen Kurs. Und der lag damals bei $20,67. Dafür gab es von der Notenbank eine Unze Gold, das war das Versprechen, das war fix. Und das heißt gleichzeitig auch feste Wechselkurse. Wenn nämlich der Dollar an Gold gebunden ist und die Reichsmark zum Beispiel auch an Gold gebunden ist, dann kann natürlich die Reichsmark jetzt nicht einfach so um 20% fallen gegenüber dem Dollar, weil beide Währungen beziehen sich ja direkt auf Gold mit einem festen Tauschkurs. Das heißt, wir haben dann bei diesen Goldländern ein Währungssystem mit festen Wechselkursen, in dessen Zentrum Gold steht. Das Gold der Notenbanken, mit dem dieses Papiergeld dann gedeckt ist. Und da sind wir wieder bei der guten alten Zeit, weil ja heute viele Leute sagen, das war damals einfach noch echtes Geld in dieser Goldstandardzeit. Das war noch gedeckt durch echte Werte, nicht so wie heute, wo die Notenbanken ja im Prinzip so viel Geld wieder drucken können, wie sie wollen. Und bei einer Golddeckung, da geht genau das natürlich nicht. Es gibt ja die Eintauschverpflichtung. Und wenn die Geldmenge stark steigen soll, dann müssten auch die Goldreserven der Notenbank stark steigen. Und das tun sie natürlich nicht einfach so. Wenn man jetzt aber so eine schwere Wirtschaftskrise hat wie damals, dann ist genau das ein Problem. Oder noch anders gesprochen, es ist auch grundsätzlich ein Problem. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass die Geldmenge, mit der wir wirtschaften, dass die davon abhängt, wie viel Gold zufällig da ist auf der Welt. Das ist ja so, wenn man das ernst nimmt mit der Golddeckung. Aber was kann jetzt die Wirtschaft, dafür in ihrem jeweiligen Zustand, wenn jetzt zum Beispiel kein neues Gold mehr, kommt. Das habe ich auch alles schon mal ausführlicher besprochen, die Thematik in meinem Video speziell zum Goldstandard, das ich gemacht habe. Da ging es darum, was ist der Goldstandard? Kommt er wieder? Ist es wünschenswert, dass er wiederkommt? Ich gehe darum jetzt, was das betrifft, nicht mehr so ins Detail. Aber wie gesagt, in einer Krise, die so schwer ist wie damals die Weltwirtschaftskrise, und man hat dann nicht die Möglichkeit zu einer etwas expansiveren Geldpolitik, dann ist das natürlich tödlich für die Volkswirtschaften. Der Goldstandard hat vor der Wirtschaftskrise nicht diese Spekulationsblase verhindern können in den USA, interessanterweise, also die Krise, was die Krise ja ausgelöst hat. Er hat dann aber verhindert, dass man aus der Krise wieder rauskommt. Und was noch dazu kommt, was es damals nämlich schon gab, das war Kapitalflucht, dass zum Beispiel Anleger Gold gekauft haben und das ins Ausland transferiert haben. Das durfte man. Und die Länder, die besonders schlecht dagestanden sind, da gab es dann zusätzlich noch Abflüsse von Gold und Devisen ins Ausland. Und das hat dann letztlich die Reserven und die Deckung gefährdet bei den Notenbanken. Was dann heißt, dass die Länder, denen es besonders schlecht ging, auch noch die Zinsen anheben mussten, damit das Kapital eben nicht so stark abfließt. Und dann war es außerdem so, speziell damals, dass 1931 Großbritannien auch schon das Pfund abgewertet hatte und mit Großbritannien auch die ganzen britischen Kolonien. Und das feste Wechselkurssystem, das war damit natürlich auch schon so gut wie kaputt. Und dadurch, dass die Briten abgewertet haben, damit waren die USA mit ihren Produkten dann auch nicht mehr wettbewerbsfähig auf den Märkten. Das kam auch noch dazu. Mit anderen Worten, in den USA damals 1933 ist es einfach rausgelaufen auf eine Abwertung. Eine Abwertung des Dollar zum Gold, was es ja letztlich in der Konsequenz heißt. Und die Goldbesitzer im Land, die waren jetzt nicht der Staatsfeind Nummer eins, aber es bestand eben wieder mal die Möglichkeit, dass da gegen die Währung spekuliert wird, dadurch, dass Gold gekauft wird und dass das eventuell auch ins Ausland transferiert werden könnte.
Und die Goldbesitzer hätten dann ja auch entsprechende Gewinne eingefahren durch die Abwertung. Und darum hat man den Goldbesitz verboten. Es war eigentlich immer so das Muster zu der Zeit. Der Goldbesitzer oder der Goldkäufer, der sich in der Krise schützen will, der wird zum Spekulanten erklärt, zum Krisengewinnler, was er dann ja auch ist. Und er spekuliert ja auch gegen die Golddeckung. Und damit gefährdet er sie natürlich aber auch potenziell. Und das will man unterbinden und da wird dann eben der Goldbesitz verboten. Wie gesagt, alles damals unausgegoren, halbherzig auch. Also man hat kleinere Mengen Gold für unter 100 Dollar, das hat man behalten dürfen. Goldschmuck hat man auch behalten dürfen. Gold im Ausland durfte man auch erstmal behalten. Und darum hat es die meisten Goldbesitzer eigentlich auch gar nicht getroffen. Und darum hat sich auch der Protest eigentlich in Grenzen gehalten. Und man schätzt auch, dass nur ein Drittel von dem Gold, das die Amerikaner gehabt haben, damals überhaupt abgegeben worden ist. Und wie gesagt, es war auch vieles widersprüchlich, weil die Roosevelt-Regierung zum Beispiel durchaus wollte, dass Gold steigt, auch vor der Abwertung schon interessanterweise. Mit der Abwertung ist es dann ja sowieso gestiegen. Die Regierung hat zum Beispiel auch versucht, den Goldpreis im Ausland hochzutreiben. Daheim war er festgesetzt. Im Ausland hat man preistreibend Gold gekauft, weil viele von den Beratern der Regierung damals auch gedacht haben, wenn der Goldpreis steigt, dann hat das eine Signalwirkung, dann steigen die anderen Rohstoffpreise aus und auch und man kommt damit aus dieser Deflationsspirale raus. Und wirklich abgewertet den Dollar, das hat man dann erst im Januar 1934 gemacht, also ein Dreivierteljahr nach diesem Goldverbot. Und dann kam es aber richtig. Vorher war der Goldpreis bei 20,67 $, wie gesagt, und über Nacht war er dann bei 35 Dollar. Das heißt, wer sein Gold behalten hat, illegalerweise, der hat in Dollar einen Kursgewinn erzielt mit Gold von 69%. Der offizielle Eintauschkurs, der war dann ja 35 Dollar. Und da ist er dann aber interessanterweise auch geblieben. Und zwar nochmal fast 40 Jahre lang. Das hat also den Zweiten Weltkrieg überdauert und das hat mehr oder weniger auch die ganze Nachkriegszeit überdauert. Man hat es nach dem Krieg ja wirklich nochmal geschafft, dass man nochmal ein goldgedecktes Währungssystem aufbaut. Das war das berühmte System von Bretton Woods und das hat immerhin gehalten bis 1971. 1971 ist dann auch Bretton Woods letztlich zusammengebrochen, aber bis dahin war Gold wirklich immer bei 35 US-Dollar. Und bis dahin hat übrigens auch das Goldverbot gegolten für die amerikanischen Bürger. Das ist nach dem Krieg sogar nochmal verschärft worden von Eisenhower und von Kennedy. Und es ist dann auch erst 1974 wieder aufgehoben worden von Präsident Ford. Da war Bretton Woods schon erledigt und es war natürlich auch überfällig alles. Es gibt viele Leute, die vermuten, dass es in Zukunft auch wieder solche Goldverbote geben könnte. Ich sehe das nicht so. Ich halte das Thema für relativ überschätzt. Jetzt mal abgesehen von irgendwelchen ganz schweren Krisen, Krisen, in denen dann wirklich ganz viel zusammenbrechen würde, da ist dann natürlich auch einiges denkbar. Aber grundsätzlich jetzt mal, grundsätzlich glaube ich nicht, dass da Goldverbote auf uns zukommen. Für mich sind Goldverbote schon Kinder ihrer Zeit und das war eben die Zeit der damaligen goldgedeckten Systeme. Das gehört schon mehr oder weniger zusammen. Wir haben heute ungedeckte Geldsysteme. Viele sagen, ungedeckte Geldsysteme brechen immer irgendwann mal zusammen. Das mag auch sein. Aber was ich eben auch schon mal hier gesagt habe, die goldgedeckten Systeme, die funktionieren eben auch nicht wirklich. Und auch das zeigt leider die Geschichte. Die Golddeckung, die fordert von den Staaten Disziplin, die bürdet ihnen hohe Lasten auf, die sie nicht tragen wollen oder die sie vielleicht auch manchmal gar nicht tragen können. Auf der anderen Seite Goldbesitz beim Anleger, das heißt oft Misstrauen gegenüber Geldsystemen. Jetzt vielleicht nicht ausschließlich, aber spielt oft eine Rolle.
Wenn Geldsysteme unter Druck kommen, dann steigt wahrscheinlich die Nachfrage nach Gold. Und das hat sich nicht geändert. Das war früher so, das ist heute auch so. Nur früher, in der Goldstandardzeit, da war die Rolle von Gold natürlich ganz elementar. Das war ja Dreh- und Angelpunkt von dem Geldsystem. Und darum hat Goldspekulation früher das System auch viel mehr unter Druck gebracht. Das war ja existenzbedrohend im goldgedeckten System. Und diese Bedeutung, die hat Gold heute natürlich nicht mehr. Wenn heute der Goldpreis steigt, dann haben die Regierungen oder die Notenbanken vielleicht ein ungutes Gefühl auch oder fühlen sich schuldig oder schlecht, aber es bedroht jetzt noch nicht das Geldsystem an sich. Und darum gibt es eben auch keine richtigen Gründe für Goldverbote. Und es ist ja auch ganz bezeichnend, dass das Goldverbot in den USA dann aufgehoben worden ist, als Bretton Woods gescheitert ist und als die Golddeckung gescheitert war und als Gold dann als Konsequenz daraus durch die Decke gegangen ist. Das war ja dann so. Und das war den Regierungen dann aber auch egal. Insofern kann man sagen, die systemische Bedeutung von Gold ist stark zurückgegangen. Wir haben darum auch nicht mehr die Gründe für Goldverbote. Umgekehrt, für den Anleger, für den ist die Bedeutung von Gold natürlich nicht zurückgegangen, sondern die ist stark gestiegen. Und das ist auch völlig klar. Im goldgedeckten Geldsystem ist Gold als Geldanlage ja relativ uninteressant. Es wird dann wieder interessant, wenn man das Gefühl hat, dieses Geldsystem bricht zusammen. Aber in einem Geldsystem, das nicht goldgedeckt ist, da sind Gold und Geld ja auch nicht mehr das Gleiche oder sind nicht parallel, sondern es sind ja fast gegensätzliche Pole sozusagen. Und darum ist Gold als Anlage heute natürlich durchaus viel interessanter, als es jetzt war in den Goldstandardzeiten. Und auch das zeigt die Geschichte. Wie gesagt, bis 1971 war der Goldpreis bei 35 Dollar pro Unze durchgehend und heute sind wir bei 1450 oder 1500 Dollar pro Unze. Gold hat sich also seit 1971 vervierzigfacht. Es kann keiner sagen, dass Gold ein schlechtes Investment gewesen wäre. So. Das war jetzt ausnahmsweise mal eher Vergangenheitsmärkte heute. Ab nächster Woche sind wir dann wieder Zukunftsmärkte hier. Da schauen wir wieder in die Zukunft und da bekommen Sie dann hier meinen Ausblick auf das neue Börsenjahr 2020. Und wenn Sie sich speziell für Gold und Edelmetalle interessieren, da gibt es auch einen Ausblick ins neue Jahr von uns und zwar in unserem Zukunftsmärkte-Report. Dieser Report mit dem Goldausblick, der geht dann im Januar raus und da fassen wir zusammen, wo die Analysten von den verschiedenen Investmentbanken den Goldpreis sehen im neuen Jahr und wie da zurzeit die Lage eingeschätzt wird. Die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind auch gratis und wer die kriegen will, der muss sich nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Report zu Gold und zu Edelmetallen, also im Januar und vorher diese Woche, da kriegen Sie auch noch einen Report und zwar den mit den China-Aktien, den ich ja auch schon angekündigt habe. Da geht es speziell um die chinesischen Aktien, die profitieren könnten davon, dass der Handelskonflikt oder dass sich die Lage im Handelskonflikt ja jetzt wirklich entspannt hat. Und der Report, der kommt ausnahmsweise nicht heute am Montag, sondern der kommt erst am Freitag, den 27. Das heißt leider auch, Sie werden unterm Weihnachtsbaum sitzen ohne den neuen Zukunftsmärkte-Report. Das tut mir natürlich schon ein bisschen leid, aber dafür haben Sie dieses Jahr dann auch noch was, auf das Sie sich nach Weihnachten so richtig freuen können, nämlich auf den Report zu den China-Aktien von uns. Und der Anmeldelink für die Zukunftsmärkte-Reports, der ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. In diesem Sinne also, es bleibt auf jeden Fall spannend auf der Welt und spannend an den Börsen, aber daneben gibt es im Leben natürlich auch viele andere wichtige Dinge. Und darum wünsche ich Ihnen heute in erster Linie mal frohe Weihnachtstage, ein schönes Weihnachtsfest, das Sie hoffentlich verbringen können, ganz harmonisch mit Menschen, die für Sie wichtig sind. Lassen Sie sich's also gut gehen die nächsten Tage. Bis bald, alles Gute Ihnen und wie immer vielen Dank fürs Zuschauen.